Da sind wir wieder zu Grid Autosport. Wir fangen heute an mit Endurance, wie am Ende der letzten Folge angekündigt. Diesmal handelt es sich um den Ford GT40. In Powerpink. Und wenn wir uns nicht, wenn wir nicht komplett blind sind, dann glaube ich, Akira war es, der den Wagen hat. In einer schwarz-goldenen Lackierung. Ja, genau, es ist schwarz-gold. Sieht man selten, dass den jemand besitzt. Und spar mal richtig rum, hat man auch irgendwie selten. Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Eigentlich ist das hier die üblichere. Echt? Also Richtung. Jetzt aber in den letzten Aufnahmen hatten wir sie immer nur falsch rum. Schalke ist wieder ein bisschen am Rumlängen. Und mich gut am Anschieben. Ich bremse mal bei 150. Yo, Cinnamon! Cinnamon kam hier auf zwei Rädern durchgeschossen. Und tschüss. Evo ist raus. Hier ist schon wieder was los. Hier vorne geht's eigentlich, aber es ist gut eng alle zusammen hier. Ja, ist klar. Komische Grieche, Alter. Hat Evo nicht gerade schon verlassen? Der wurde doch gekickt vorhin, oder nicht? Ich glaube auch, aber irgendwie hat er jetzt wieder verlassen, zweimal. Vielleicht immer, wenn er reinkommt. Ah ja, stimmt, vielleicht wird er sofort gekickt und es wird uns dann angezeigt als verlassen. Immer, wenn er versucht reinzukommen. Weil er verlässt ja hier dauerhaft irgendwie. Ja. Den Ford muss man echt mit Samthandschuhen anpacken. Ja. Immer schön nach dem Bremsen kurz verschnaufen lassen und dann erst wieder Gas geben und lenken. Der fährt sich auf eingeseiften rohen Eiern. Ja, so in etwa. Und der Untergrund ist Eis. Das dürfte den Ford GT am besten beschreiben. Mhm. Seine Federung besteht aus Kaugummi. Oder Watte. Und seine Stoßdämpfer sind gefüllt mit Wackelpudding. Und angetrieben wird er von der Flugzeugturbine. Mhm. So sehen jedenfalls die Auspuffe aus. Ganz entspannt hinterher tickern. Aber die neue, die wollen den ja wieder neu machen. Der sieht echt nicht schlecht aus, finde ich. Aber kommt immer drauf an. Von hinten sieht der gut aus. Von vorne, ja, schon. Aber von der Seite finde ich, also es gibt manche Stellen, da gefällt er mir noch nicht so. Der neue. Ja, und vor allem erinnert er mich, das Heck erinnert mich zu sehr an den Porsche 918. Das mag ich irgendwie nicht, wenn die Karren sich dann so ähnlich sehen. Da habe ich immer so, das ist, keine Ahnung, man kann auch selber was im Design entwickeln, muss nicht so alles von anderen abkupfern. Also ist jetzt nur meine Meinung. Vielleicht lag es auch irgendwie an meinem Knick in der Optik. Das ich habe den neuen noch nicht gesehen, also ich kann dazu jetzt nicht viel sagen. Ich fand halt, das Heck sieht so aus wie vom Porsche 918 und finde ich immer so ein bisschen, naja. Ja. Evo ist hier dauernd am Verlassen. Jo, da ist er wieder am Verlassen. Bei mir steht das nicht. Echt? Bei mir steht die ganze Zeit LS Speed Evo hat Spieleliste verlassen. Sobald es weg ist, kommt es wieder neu. Jetzt ist es gerade wieder weg, jetzt macht das gleich wieder. Ah ne, diesmal nicht. Oh, was machen eure Reifen? Hinten 67, 68. Vorne knapp 10 mehr. Oh, hinten 60, 60. Aber ich habe irgendwie gerade vergessen zu lenken. Ich bin in die Kurve reingefahren, habe einfach nicht gelenkt. Bei mir sind vorne 12 mehr. Als hinten. Also vorne sind bei mir 70, 70. Ich sehe Platz 5 nicht mal. Das ist eine Lücke. Wir ersten vier sind ein bisschen abgeschieden, sage ich mal, von Platz 5. Oh, da war Platz 5 zu sehen. Und dann ist, glaube ich, erstmal nichts mehr. Und dann bist du da, oder? Du bist Sechster? Ja, und hinter mir sind 7 und 8 direkt. Ja, okay. Aneinander gereiht. Dann haben wir uns hier quasi schon so in drei Grüppchen aufgeteilt. Oh, Redfield ist an Schalke vorbei. Mal sehen, wie das Rennen sich zum Ende hin noch entwickelt. 3 Minuten sind mir noch ein bisschen zu lang, glaube ich. Und raus aus den Kurven. Raus, beschleunigen, bitte. Meine Hinterreifen sind schon unter 50. Ne, meine nicht. Also in Las Sources waren sie genau auf 46, 46. Kannst ja mal gucken, wie sie bei dir dann so sind in Las Sources. Wo ist Las Sources? Diese Haarnadelkurve, kurz vor Startziel.
Die letzte Kurve. Da war ich auf 55, 56. Jetzt diese Runde gerade? Ja. Bist du da schon durch? Ich bin da gerade erst durch. Dann bist du doch gar nicht so weit weg. Oder ist da, ah nee, das hier ist die Haarnadel. Nee, 51, 52. Okay. Ah, okay. Gut, hab ich. Ich dachte, das Startziel wäre an einer Stelle. Okay, dann sind wir 5% weniger, hab ich. Na gut. Aber ich habe auch gerade mal 14.300 Meter. Du hast wahrscheinlich schon 1.000 mehr. 15.500. Ja. 1.200 mehr, ja. Ich bin jetzt gerade nach der langen Gerade wieder diese Rechts-Links-Kombination. Und jetzt runter die langgezogene Rechtskurve, die so bergab geht. Irgendwie will keiner unser Rennen sehen. Die Zuschauerränge sind leer. Jetzt fängt der Wagen richtig an zu driften. Hey, Evo hat wieder die Spieleliste verlassen. Läuft gut bei ihm. Oh. Der hinter mir Fahrende hat einen leichten Fehler gemacht, das freut mich. Karate Dan ist beigetreten, das sehe ich. Yay, Karate Dan. Aber das mit Evo nicht. Ja, naja. Also bei mir kommt es dauernd. Ja, kurz auf die Bremse gehen, damit er schön runterschaltet für die Kurve. Oh, oh, oh. Man sollte auch nicht lenken und dann anbremsen mit dem Wagen. Nee. Dann wird's richtig, richtig, das ist gefährlich. Richtig schmierig. Ach ja, meine Hinterreifen sind auch schon unter 25%, deshalb rutscht der jetzt so. Oh, da ist der Letzte. Will der mich wegrammen, der Cinnamon? Nee, will er nicht. Er ist durchsichtig. Oh, hier bin ich nochmal vorsichtig, nicht, dass er mir dann plötzlich wegglitscht. Jetzt ist es auch egal, für die paar Sekunden kann ich auch meine Reifen ein bisschen kaputt machen. Ja, er hat runtergeschaltet. Und das war's. Oh, da fahren noch einige geradeaus, aber ein bisschen... Hat sich, glaube ich, ist... Ein paar sind auf jeden Fall geradeaus geschossen, das habe ich gesehen. Aber zu früh, glaube ich. Die sind noch zurück auf die Strecke gekommen und da waren noch 2-3 Sekunden übrig. Dadurch haben sie dann, glaube ich, nochmal dick abkürzen kassiert. Aber ich glaube, es haben sich noch ein paar Positionen verschoben. Masterseller oder so. Weiß ich nicht. Ja. 10.000. Ich habe nichts gerammt, aber minus 11.000 Schadenskosten. Ja, minus 11.292 hatte ich. Ach, sowas Blödes. Sowas Wunderschönes. Und weil es so schön war, fahren wir jetzt nochmal Ford GT heute auf Yas Marina. Yas Marina. So rum bin ich die Strecke mit dem Wagen in den Dunes noch nie gefahren. Bestimmt auch interessant. Mhm. Mal gucken, wie alles wieder eng zusammen. Ah, das war meine Lieblingsstrecke in Grid 2. Ja, das war meine Lieblingsstrecke in Grid 2 mit dem Agera. Boah, so geil. Alter, was habt ihr denn da gemacht? Habt ihr irgendwie alle abgekürzt? Cinnamon ist reingehackt, wie ein Blöder. Achso, und alle haben sich zurückgesetzt? Wieso seid ihr so weit weg? Ich musste vorsichtig fahren und, ja, Master Styler auch. Und dann hinten haben sie sich halt alle zurückgesetzt. Mhm. Okay, weil ich habe plötzlich einen riesen Abstand. Evo hat bei mir wieder Spieleliste verlassen. Ein bisschen ärgerlich scheinbar, wenn man keine Session findet. Wahrscheinlich gibt's nur die. Ja, das ist eigentlich ein bisschen traurig, dass es immer nur so, keine Ahnung, 800 Spieler sind gleichzeitig online. Gut. Oder zumindest bei Steam angezeigt werden als spielend. In Steam-Charts. Ich habe gerade so richtig heftig abgekürzt. Indem ich nämlich aus der Kurve außen rausgeflogen bin. Ja, das gibt's da schnell bei der letzten Kurve. Mhm. Vor der letzten Kurve. Genau. Ja, ich wollte da nicht so eng einlenken, dass ich nicht so viel Reifen verbrauche. Und schon. Na gut, aber es pendelt sich gerade wieder ein. Ihr holt, glaube ich, auch... Oh, wer ist... Ach, Schalke, du bist da so weit hinten. Ja, ist wohl benachteiligt worden durch die ganzen Unfälle. Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie auch noch schon einen Schaden oder alle seine Resets verbraucht. Oder ewig lang Abkürzen bekommen. Ah, was? Abgekürzt? Ja. Schon wieder, Alter. Ja, komm, fahr. So solle er uns Schalke-Bub doch einmal in die Kommentare schreiben, was in diesem Rennen dazu geführt hat, dass er so schnell so weit hinten auf dem letzten Platz ist. Ja, bestimmt das gleiche wie bei mir von. Gerammt worden, rücksetzen, abkürzen, keine Ahnung. Großes Repertoire steht ja zur Verfügung für so eine Scheiße. Ja, stimmt, stimmt. Master Seller kommt noch ganz gut hinterher, dahinter Akira mit seinem eigenen Fahrzeug und dann schon du, Kongo. Ja, ich war vor Akira, ich habe ihn nur gerade vorbeigelassen, wo ich zweimal am Stück abgekürzt habe, angeblich.
Weil ich bin gerade auch rausgeflogen. Weil ich mal wieder mit dem Rad auf dem Randstein war in der Kurve. Vor der letzten Kurve da? Ja, in diesen Schikanen, Scheißdings da. Ne, davor, da wo noch das Gras ist. Mhm. Ich bin gerade gar nicht mal so gefordert, ans Limit zu gehen. Ich fahre eigentlich recht eher safe hier. Versuche ein bisschen Reifen zu sparen. Vielleicht kommt Master Styler ja nochmal ran. Das wäre einerseits irgendwie... Oh, das ist totaler Quatsch, Alter. Dieses Abkürzen manchmal. Ja, diesmal bei mir war es absolut gerechtfertigt, aber es hat mich halt richtig viel Zeit gekostet. Ja, ist aber auch nur in Grid 2 meine Lieblingsstrecke. Hier mag ich die nicht so gerne. In Grid 2 war die geil. So. Ein Flugzeug. Okay, das ist da. Ah, okay, ja, du hast ein bisschen Druck von hinten. Hm. Ja, weil ich halt alle Nase lang im Abgekürzt habe. Hm. Angeblich. Hernan ist beigetreten. Oder Hernan. Oder Erno. Oder ist das ein Chinese und ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Wir werden es erst wissen, wenn wir die Flagge sehen. Juhu. Naja, dann wissen wir es auch nicht. Dann wissen wir nur, als was er sich ausgibt. Ja. Schagebub ist ja auch kein Holländer. Bist du dir da sicher? Stimmt. Nächste Aufgabe an Schagebub. Schreib mal in die Kommentare, ob du Holländer bist. Oder schreib ihm das bei Steam und frag ihn. Nee, kein Bock. Dann minimiert sich wieder mein Spiel. Dann hast du ja wieder die Arbeit, ne? Genau. Soll er schön machen. Unsere Kommentare befüllen. Ja, zu spät gebremst. Boah, schön Gott. Driften, das kostet ja überhaupt keine Reifen, geil. Ja, du hast doch erfahrungsgemäß immer genug davon, du kannst es dir doch eher leisten. Naja, leisten kann ich mir sowas auf jeden Fall, aber schön ist es trotzdem nicht. Nee. Weil das halt Zeit kostet. Ja, naja. Der einzige oder einer der wenigen Karren, bei dem Driften keine Zeit kostet, ist der Agera. Wenn man das richtig macht, dann muss man den sogar driften, um richtig gescheit schnell mit dem zu sein. Scheint aber wirklich keine anderen Playlists zu geben. Hernan ist auch die ganze Zeit am Beitreten und Verlassen. Oder ist wieder ein... Oh, 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 oh. Da sind zwei Letzte, die sich hier auf den Sack geben. Cinnamon und... Wer ist das? Karate Dan. Ja, ich sah nur, in der ersten Kurve hinten waren die irgendwie beide im Gras und Cinnamon hing irgendwie an der Wand und Karate Dan kam so gerade wieder zurück auf die Strecke. Aber der kommt hier irgendwie nicht so. Nicht mich rammen, danke. Boah, das war knapp. War wieder nicht durchsichtig. Noch 85 Sekunden. Kongo, das Rechengenie. Das Dumme an dieser Zahl ist, dass sie nur für eine Sekunde stimmt. Ja, deswegen habe ich auch gesagt noch. Mhm. Und beim Countdown ist das halt so, dass es dann weniger werden. Meine Reifen gerade beide unter 25. Ja, ich habe noch 42. Hinten? Ja, vorne. Huch. 8 mehr. Aber ich bin nicht gerutscht eigentlich. Hä? Ich fahre auch wahrscheinlich viel zu langsam. Ja, aber dafür, dass du doppelt so gute Reifen hast wie ich, bist du doch gar nicht so weit weg. Hm, keine Ahnung. Na gut, wahrscheinlich ist es halt so, dass... Das bisschen, ja, okay, jetzt bin ich gut am Driften. Aber wahrscheinlich ist es halt so, dass das bisschen schneller, was ich fahre, verhältnismäßig deutlich mehr Reifen konsumiert als dein etwas weniger schnell fahren. Ist möglich, ja. Dass es ein bisschen proportional, überproportional steigt. Mhm. Dass es sich überhaupt lohnt, ein bisschen langsamer zu fahren, weil man dann deutlich mehr Reifen hat, weil wenn sonst, wenn die Reifen dann nur so ein bisschen mehr sind, dann lohnt sich das ja gar nicht so, Reifen zu sparen eigentlich. Cinnamon habe ich gerade wieder überholt. Oh, jetzt ist er nur noch am Rutschen. Reifen hinten auf 9. 28. Na, ist ja egal. Jetzt ja, also Platz 4 ist auf jeden Fall in Ordnung, da kann ich mit leben. Ja. Aber war doch nicht schlecht.
Ja, mit dem eigenen Wagen wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen angenehmer zu fahren. Wenn man den mal ein bisschen härter macht, dann schmiert er weniger. Ja, Vielleicht stimmt, ein bisschen ja. kürzere Übersetzung hier könnte wahrscheinlich auch nicht Ja, schaden. da könnte ich mir gut vorstellen. Und vielleicht ein bisschen tiefer, wenn es geht. Nee, ich glaube, bei dem kann man sogar Abtrieb einstellen. Endurance ist Abtrieb, ja. Ja, wobei bei dem Wagen sehe ich nicht, wo man da irgendwelche Abtrieb. Also wo sind da irgendwelche Spoiler, die man einstellen Ja, das kann? ist genauso wie bei den Tourenwagen. Bei manchen siehst du das auch nicht. Ja, du siehst es nicht, aber es wäre zumindest möglich, die Spoiler einzustellen. Hier ist ja nichts dran, was man rein theoretisch einstellen könnte. Ja, stimmt. So, Ja. ich würde sagen, wir hatten jetzt zwei Endurance-Rennen. Das lassen wir auch für die Folge, würde ich sagen. Ja, lassen wir das Gut, und dann dann. ist es super. Hatten wir zwei Endurance dran? Jetzt nehme ich nochmal Endurance. Es ist jetzt beides mit dem Ford gewesen. Echt? Okay, ja, Beide dann kommt es 7 Minuten. nochmal. Von daher würde Dann ich freut sagen, euch. Ich rede dir wieder rein. Feierabend, wie das duftet, und auf Wiedersehen. Ach ja, danke fürs Zuschauen. Jo, ciao.